Nachdem wir uns bisher mit der Konvergenz der Übergangswahrscheinlichkeiten auseinandergesetzt haben, möchte ich im Folgenden weitere Konvergenzarten diskutieren. Und das gibt nochmal einen anderen Blick auf das Langzeitverhalten von Markov-Ketten. Und die erste Aussage, die ich Ihnen präsentieren möchte, ist das Folgende. Also ich betrachte einmal eine irreduzible, rekurrente Markov-Kette, die ich mit Xn bezeichnen möchte. Diese soll Werte annehmen in meinem Zustandsraum E und der Übergangsmechanismus ist durch die stochastische Matrix P bestimmt. Und aufgrund der Tatsache, dass Xn rekurrent ist und irreduzibel, weiß ich natürlich aufgrund von Satz 3, 4, dass es invariante Maße gibt und ich möchte hier einfach mal für ein x in E wieder mit μ x das entsprechende invariante Maß, das wir in Satz 3, 4 konstruiert haben, betrachten. Zur Erinnerung, μ x von y war nichts weiter anderes als die erwartete Zeit bei Start in x, die ich in dem Zustand y verbracht habe, bevor ich wieder den Zustand x treffe. Und jetzt möchte ich das folgende Objekt definieren, nämlich diese Zufallsvariable Vx von n. Und das ist nichts weiter anderes als die Lokalzeit im Zustand x bis zum Zeitpunkt groß n minus 1. Also mit anderen Worten, die Zeit, die ich im Zustand x verbracht habe bis zum Zeitpunkt groß n minus 1. Und dann gilt für jede Funktion f in diesem Raum klein l 1 von μ x, also das sind die alle Funktionen, die bezüglich μ x absolut summierbar sind, das folgende. Nämlich, wenn ich angucke, diese Partialsumme, also die Summe n gleich 0 bis groß n minus 1 von der Funktion f von xn, das ist ja nichts weiter als eine Zufallsvariable, ich teile sie durch diesen Wert vx von groß n und ich betrachte Limes n gegen unendlich, dann konvergiert diese Folge von Zufallsvariablen dx fast sicher gegen eine Konstante, nämlich den Erwartungswert bei Start in μ x von f von x0, was ja nichts weiter anderes ist als die Mittelung der Funktion f gegen dieses invariante Maß μ x. Und der Beweis beruht auf dem Gesetz der großen Zahlen. Und dazu betrachte ich wiederum diese Karte-Treffzeit des Zustandes x, den wir schon öfter eingeführt haben. Zur Erinnerung, die nullte Treffzeit des Zustandes x ist nach Definition einfach 0. Und die Karte-Treffzeit des Zustandes x ist nichts weiter anderes als der erste Zeitpunkt nach der k-1. Treffzeit des Zustandes x, bei dem sich die Markov-Kette xn wieder im Zustand x befindet. Das kann ich natürlich für jedes k aus den natürlichen Zahlen definieren. Und aufgrund der Tatsache, dass x rekurrent ist, wissen wir, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, den Zustand x in endlicher Zeit zu treffen, 1 ist. Jetzt haben wir bereits im Beweis von Lemma 2.15 gesehen, dass wir mit Hilfe der starken Markov-Eigenschaft auch zeigen können, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass die harte Treffzeit des Zustandes x endlich ist, auch den Wert 1 an. Das ist im Folgenden von Bedeutung. Nämlich, was ich jetzt machen möchte, ich möchte für eine nicht negative Funktion f und einen beliebigen Zustand x in meinem Zustandsraum E die folgenden Zufallsvariablen definieren. Nämlich ich möchte diese Zufallsvariable i f x von k definieren durch die Summe n gleich k-1. Treffzeit des Zustandes x bis zur Kartentreffzeit des Zustandes x minus 1 von dem Wert f von xn. Und das definiere ich für jedes k. Aufgrund der Tatsache, dass die Karte-Treffzeit fast sicher endlich ist, folgt natürlich sofort auch, dass diese Zufallsvariablen ifx k fast sicher endlich sind für jedes k. Was ich als nächstes zeigen möchte, ist, dass diese Folge der Zufallsvariablen ifxk für k in den natürlichen Zahlen
unabhängig und identisch verteilt sind unter diesem Wahrscheinlichkeitsmaß Px. Wie gehe ich dabei vor? Zunächst einmal fixiere ich ein beliebiges k an die natürlichen Zahlen und ich nehme mir her reelle Zahlen t1 bis tk. Und dann betrachte ich erstmal diese Wahrscheinlichkeit von dem Durchschnitt der folgenden Ereignisse, nämlich dass die Zufallsvariable ifx1 einen Wert annimmt, der kleiner ist als t1 und so weiter bis zum Ereignis, dass die Zufallsvariable ifxk einen Wert annimmt, der kleiner ist als tk. Und jetzt möchte ich bedingen auf den Durchschnitt der ersten k-1 Ereignisse. Das heißt, ich erhalte hier einmal die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass dieses Ereignis ifx1 einen Wert annimmt, kleiner als t1, geschnitten und so weiter, geschnitten bis zu dem Ereignis, dass die Zufallsvariable ifxk-1 einen Wert annimmt, der kleiner gleich k-1 ist. Und dann erhalte ich hier natürlich noch die folgende bedingte Wahrscheinlichkeit, nämlich die Wahrscheinlichkeit bei Start in x von dem Ereignis, dass die Zufallsvariable ifxk einen Wert klein annimmt, der kleiner gleich tk ist, gegeben diesen Durchschnitt der anderen k-1 Werte dieser Zufallsvariable ifx, geschnitten mit dem Ereignis, dass die k-1 Treffzeit endlich ist. Von diesem Ereignis wissen wir natürlich, dass es fast sicher eintritt. Und geschnitten mit dem Ereignis, dass der Prozess zum Zeitpunkt der k-1 Treffzeit des Zustandes x sich im Punkte x befindet. Auch dieses Ereignis tritt fast sicher ein. Das heißt, ich kann jetzt wiederum die starke Markov-Eigenschaft anwenden. Warum? Weil der Durchschnitt dieser Ereignisse messbar ist bezüglich der Sigma-Algebra der sk-1x-Vergangenheit hinsichtlich des Prozesses. Und dann darf ich diesen Satz 1,15 anwenden. Das heißt, in diese bedingte Wahrscheinlichkeit kann ich neu starten in diesem Zustand x. Und aufgrund des Shifts der Markov-Kette erhalte ich hier den Wert von der Zufallsvariable ifx1, dass er einen Wert annimmt, der kleiner ist als tk. Und jetzt kann ich natürlich rekursiv fortfahren und diese Wahrscheinlichkeit des Durchschnittes der k-1 verschiedenen Events analog zerlegen. Und ich erhalte am Ende das Folgende, nämlich dass das Produkt, dass der Durchschnitt dieser Wahrscheinlichkeit sich schreiben lässt als das Produkt i gleich 1 bis k von der Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass die Zufallsvariable ifx1 einen Wert annimmt, der kleiner gleich ti ist. Und daraus folgen zwei Dinge. Erstens, dass diese Folge dieser Zufallsvariablen unabhängig ist unter px und dass diese Folge von Zufallsvariablen identisch verteilt ist unter px. Das möchte ich im Folgenden ausnutzen. Und in diesem ersten Schritt möchte ich jetzt hernehmen eine Funktion f aus diesem Raum L1 von μ x. Und von der Funktion f möchte ich noch annehmen, dass sie nicht negativ ist. Und jetzt möchte ich mir erstmal angucken, was ist bezüglich dieser Funktion der Erwartungswert von dieser Zufallsvariable ifx1. Dann kann ich einfach mal einsetzen, die Definition, das ist ja nichts weiter als der Erwartungswert bei Start in x von dieser Summe n gleich 0 bis sx minus 1 von f von xn. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte einfügen die Summe über alle y in e von der Indikatorfunktion, dass sich xn im Punkte y befindet. Und dann möchte ich einfach ausnutzen, dass, wenn ich weiß, der Prozess befindet sich zum Zeitpunkt n im Punkte y, dann kann ich natürlich f von xn auch ersetzen durch f von y. Dann möchte ich Fungini benutzen, um diese Summe aus dem Erwartungswert rauszuziehen. Und ich möchte, kann natürlich auch dann den Wert von fy rausziehen aufgrund der Linearität des Erwartungswertes. Oder besser gesagt, weil es eine Konstante ist und nicht von Zufall abhängt. Und was noch übrig bleibt, ist der Erwartungswert bei Start in x von der in y verbrachten Zeit bis zur Treffzeit des Zustandes x, minus 1.
Das ist, war ja nichts weiter anderes als die Definition von dem invarianten Maß μx an der Stelle y. Und aufgrund der Tatsache, dass wir wissen, dass die Funktion f aus diesem Raum L1 von μx kommt, wissen wir natürlich, dass diese Summe endlich ist. Das heißt, wir wissen erstmal, der Erwartungswert von dieser Zufallsvariable ist endlich. Also sind wir jetzt in der Lage, das starke Gesetz der großen Zahlen anzuwenden, und das sagt uns das Folgende aus, nämlich dass diese normierte Partialsumme dieser Zufallsvariablen, dieser unabhängigen Zufallsvariablen, ifxk, konvergiert, und zwar px fast sicher, gegen den Erwartungswert dieser Zufallsvariablen ifx1. Und von dieser Zufallsvariable haben wir ja gerade ausgerechnet, dass es nichts weiter anderes ist als die Mittelung der Funktion f bezüglich des invarianten Maßes μx. Das war sozusagen ein Teilschritt. Jetzt müssen wir noch folgende Überlegung anstellen. Nämlich, wenn wir wissen, oder wenn wir den Wert von vxn kennen, das war also nichts weiter nach Definition als die Anzahl der Besuche des Zustandes x bis zum Zeitpunkt n-1, dann weiß ich natürlich, dass diese Zufallsvariable sx vxn-1 kleiner sein muss als n-1, nach Definition. Und auf der anderen Seite wissen wir aber auch, also ich weiß, so oft kann ich nur den Zustand x getroffen haben, wenn ich diesen Wert kenne. Und auf der anderen Seite weiß ich auch, dass diese vxnte Treffzeit des Zustandes x nach dem Zeitpunkt n-1 stattfinden muss. Um das nochmal klar zu machen, gucken wir uns das mal im Beispiel an, dass vxn den Wert 1 annimmt. Was wissen wir jetzt? Wir wissen jetzt das Folgende, dass wenn vxn den Wert 1 annimmt, dadurch, dass wir ja in x starten, heißt es, die erste Treffzeit nach dem Zeitpunkt 0 muss nach der Zeit n-1 geschehen. Das heißt, das ist genau diese Aussage. Und auf der anderen Seite steht hier, dass die nullte Treffzeit, was ja nichts weiter als 0 ist, weil wir starten, vor n-1 geschehen. Das steht hier. Also das ist die entsprechende Abschätzung. Und die können wir jetzt für uns nutzen. Nämlich, was wir ja kontrollieren wollen, ist nicht diese Summe der ifx, dieser Zufallsvariablen, sondern wir wollen ja was aussagen über diese Partialsumme der Funktion von dieser Markov-Kette. Gleich natürlich das folgende aussagen. Dadurch, dass ich weiß, dass diese Zufallsvariable einen Wert strikt größer als n-1 annimmt, bedeutet das ja, diese Zufallsvariable nimmt einen Wert an, der größer gleich n ist. Also kann ich eine obere Schranke an diese Partialsumme aufgrund der Tatsache, dass f nicht negativ ist, erreichen, indem ich einfach dieses f, dieses n ersetze durch diese Zufallsvariable. Und jetzt kann ich natürlich diese Summe, die hier steht, wieder ausdrücken mit Hilfe dieser Zufallsvariablen ifx. Es stellt sich heraus, dass es nichts weiter anderes als die Summe k gleich 1 bis vxn von ifxk. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch diese Summe hier, diese Partialsumme kleiner machen, indem ich nur summiere bis zum Wert n minus 2. Dann kann ich das auch künstlich schreiben als n minus 1 minus 1. Und dieses n minus 1 kann ich natürlich dann ersetzen durch diese Zufallsvariable. Damit erhalte ich hier diese untere Schranke. Und die kann ich auch wiederum mit Hilfe dieser Zufallsvariablen ifx ausdrücken. Und jetzt kommt die Rekurrenz ins Spiel. Nämlich aufgrund der Rekurrenz wissen wir aufgrund von Satz 2.1, dass wir den Zustand x bei Start und x unendlich oft mit Wahrscheinlichkeit 1 besuchen. Das bedeutet aber nichts weiter anderes, als dass dieser Limes dieser Zufallsvariable vxn, was ja nichts weiter ist als die Anzahl der Besuche des Zustandes x über den Zeithorizont 0 bis unendlich, gerade fast mit Wahrscheinlichkeit 1 den Wert unendlich annimmt. Das heißt, diese vx konvergieren fast sicher gegen unendlich. Das heißt jetzt aber das Folgende, dass wenn wir auf diese Summe hier normieren mit vx,
halten wir hiermit eine obere Schranke an den gesuchten Ausdruck und wir wissen, dass diese, wenn wir hier normieren mit Vx, gerade dieses starke Gesetz der großen Zahlen greift und wir wissen, dass das Objekt konvergiert gegen diesen Ausdruck. Das gleiche können wir auch für diese untere Schranke machen. Wenn ich hier mit Vx normiere, kann ich das auch künstlich schreiben als Vx von n minus 1 geteilt durch Vx mal 1 geteilt durch Vx von n minus 1. Ich kann auf den Teil dann wiederum dieses starke Gesetz der großen Zahlen anwenden und auf den Vorfaktor, der noch übrig bleibt, der konvergiert, fast sicher gegen 1. Und daraus folgt gewünschte Behauptung im Falle von Funktion f aus dem Raum L1 von μ x, die nicht negativ sind. Und der zweite Schritt ist jetzt die Verallgemeinerung für beliebige x aus diesen, die μ x summierbar sind. Nämlich indem ich einfach die Funktion f zerlege in Positiv- und Negativteil und dieses Konvergenzresultat separat anwende auf den Positiv- und den Negativteil und dann das Ganze zusammenfüge. Damit haben wir den Satz gezeigt. Als Korollar daraus ergibt sich sofort das sogenannte Ratio Limit Theorem, was nichts weiter anderes ist als das folgende. Ich starte wiederum mit einer irreduziblen rekurrenten Markov-Kette xn auf dem Zustandsraum E mit Übergangswahrscheinlich Matrix P. Ich bezeichne wiederum mit μ x das entsprechende invariante Maß, das wir ja im Satz 3,4 konstruiert haben. Und ich bezeichne wiederum mit Vxn die Zufallsvariable der Anzahl der Besuche des Zustandes x bis zum Zeitpunkt n-1. Und die Aussage von diesem Ratio Limit Theorem ist das folgende, dass nämlich diese Zufallsvariable der Anzahl der Besuche des Zustandes y verglichen mit der Anzahl der Besuche des Zustandes x fast sicher unter px konvergiert gegen diesen Wert des invarianten Maßes μx an der Stelle y geteilt durch den Wert des invarianten Maßes μx an der Stelle z. Und wie zeigt man das? Naja, das ist eine unmittelbare Konsequenz und aus dem Satz 4,3 und der Tatsache, dass wir ja in dem Satz 3,4 gezeigt haben, dass dieses invariante Maß μx die Eigenschaft hat, punktweise endlich zu sein. Das heißt, μx von y nimmt einen Wert an im Intervall, in dem offenen Intervall 0 und unendlich. Und daraus folgt sofort, dass die Indikatorfunktion des Zustandes y und die Indikatorfunktion des Zustandes z summierbar sind in diesem Raum L1 μx. Das heißt, wir können separat den Satz 4,3 anwenden an der Stelle. Wir können beide Zähler und Nenner erweitern mit diesem Wert Vx von n und dann folgt das gewünschte Resultat. Der Hauptsatz dieses Abschnittes ist der folgende Satz 4,5 und der sagt etwas aus über die fast sichere und L1-Konvergenz von positiv rekurrenten Markov-Ketten. Also ich starte mit einer Markov-Kette xn, von der ich annehmen möchte, dass sie irreduzibel und positiv rekurrent ist, mit Zustandsraum E, Übergangsmatrix P. Mit Pi möchte ich die eindeutig bestimmte Gleichgewichtsverteilung bezeichnen. Und dann gilt für ein beliebiges x aus meinem Zustandsraum und eine beliebige Funktion f, die L1Pi summierbar ist, das folgende, nämlich dass wenn ich hier diese Partialsumme bilde, 1 geteilt durch n, Summe klein n gleich 0 bis n minus 1 von f von xn, dass dieser Ausdruck px fast sicher konvergiert gegen die Mittelung der Funktion f bezüglich des invarianten Maß, der Gleichgewichtsverteilung pi. Und diese Konvergenz gilt nicht nur fast sicher, sondern auch in L1 bezüglich diesem Maß pi, pi. Und was ist das Erstaunliche an diesem Satz? Auf dieser Seite steht ja nichts weiter als eine Zeitmittelung der Funktion f entlang der Trajektorie der Markov-Kette. Das heißt, diese Zeitmittelung konvergiert gegen eine Ortsmittelung der Funktion f bezüglich der Gleichgewichtsverteilung pi.
Und aufgrund dieser Tatsache, dass im Limes die Zeitmittelung mit der Ortsmittelung oder Raummittelung übereinstimmt, heißen derartige Sätze auch Ergonensätze. Und das Zweite, was erstaunlich ist, was hier steht, ist ja nichts weiter anderes als, das ist ja eine Zufallsvariable. Allerdings ist diese Zufallsvariable nicht unabhängig oder diese Folge der Zufallsvariablen f von x, n sind nicht so unabhängig, sondern die kommen ja von der Markov-Kette. Und dennoch haben wir hier eine fast sichere Konvergenz und das zeigt, dass wir hier gerade eine Verallgemeinerung des starken Gesetzes der großen Zahlen beweisen. Wie funktioniert jetzt der Beweis? Ich möchte mich erstmal mit der fast sicheren Konvergenz beschäftigen. Also ich möchte zeigen, dass im Limes groß n gegen unendlich dieser Ausdruck 1 geteilt durch groß n, Summe klein n von 0 bis groß n minus 1 von f von xn konvergiert gegen die Mittelung der Funktion f gegen das Maß oder bezüglich dem Maß Pi. Wie funktioniert jetzt hier der Beweis? Er beruht im Wesentlichen auf einer Anwendung von dem Satz 4.3. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass x positiv rekurrent ist, wissen wir sofort, dass die Funktion konstant 1 integrierbar ist oder summierbar ist bezüglich dem invarianten Maß μx. Warum ist das der Fall? Naja, rechnen wir es einfach mal aus. Die Summe über alle y in meinem Zustandsraum E von μx von y ist nach Definition ja nichts weiter als die Summe über alle y in meinem Zustandsraum E von dem Erwartungswert bei Start in x der in y verbrachten Zeit, bevor ich zu dem Zustand x zurückkehre. Und das ist ja nichts weiter anderes. Ich kann hier mit Fubini die Summe hier reinziehen. Dann sehe ich, das gibt mir eine 1. Also bleibt von dieser Summe, die kann ich dann ausführen, nichts weiter anderes als μ, diese Zufallsvariable sx übrig. Und der Erwartungswert von dieser Zufallsvariable bei Start in x wissen wir ja aufgrund der Annahme, dass unsere Markov-Kette positiv rekurrent ist, dass diese endlich ist. Also haben wir jetzt gezeigt, dass die Funktion konstant 1 in dem Raum L1 μx liegt. Also können wir diesen Satz 4,4 anwenden. Den Satz 4,3 anwenden für f identisch 1. Und dann sehen wir, diese Summe ist nichts weiter anderes als groß n. Also kriegen wir eine Aussage über den Limes n gegen unendlich von groß n geteilt durch vx von n. Und das ist ja nichts weiter anderes als der Wert, dieser Erwartungswert bei Start in μx von dieser Funktion 1. Und das haben wir ja gerade ausgerechnet, das ist ja quasi nichts weiter als diese Mittelung. Das ist ja nichts weiter als anderes als der Erwartungswert bei Start in x von dieser Zufallsvariable der Treffzeit des Zustandes x. Und das ist ein Wert also strikt positiv und strikt kleiner als unendlich. Was wissen wir noch? Wir wissen, μx ist natürlich proportional zu Pi, einfach dadurch, dass Pi eindeutig bestimmt ist, also unser Gleichgewichtsverteilung wissen wir jetzt eindeutig bestimmt, können wir das auch schreiben als μx halt durch diese Normierungskonstante. Und daraus folgt natürlich sofort, dass eine Funktion in diesem Raum L1Pi liegt, genau dann, wenn diese Funktion in diesem Raum L1μx liegt. Also können wir den Satz, ein Tippfehler, 4.3 anwenden. Und der sagt uns jetzt aus, für eine Funktion f in diesem Raum L1Pi gilt, wenn wir uns diese Partialsumme oder die normierte Partialsumme angucken, dass wir die auch schreiben können als vx von n geteilt durch n mal 1 geteilt durch vx von n von dieser Summe klein n gleich 0 bis groß n minus 1 von f von xn. Aufgrund von Satz 4,3 wissen wir, dass dieser Ausdruck hier fast sicher konvergiert gegen diesen Erwartungswert der Funktion f bezüglich dem Maß μx. Auf der anderen Seite wissen wir, dass dieser Ausdruck auf dem, was wir uns hier vorüberlegt haben, konvergiert gegen diesen Erwartungswert. Und wir haben uns hier ja überlegt, dass das Maß Pi nichts weiter ist als dieser Bruch. Das heißt, wir können, das hier ist gerade die Normierungskonstante von diesem Maß μx. Wir halten hier das Gewünschte, nämlich die fast sichere Konvergenz von dieser Partialsumme 1 geteilt durch n
n gleich klein n gleich 0 bis groß n minus 1 von f von xn ist gerade gleich dieser Mittelung der Funktion f durch pi. Das gilt px fast sicher. Bleibt sozusagen nur noch die L1-Konvergenz zu zeigen. Das heißt, wir wollen uns dafür überzeugen, dass der Erwartungswert oder der Limes groß n gegen unendlich von dem Erwartungswert bei Start im invarianten Maß von dem folgenden Ausdruck, nämlich dem Betrag von 1 geteilt durch n, klein n gleich 0 bis groß n minus 1 von f von xn minus die Ermittlung der Funktion f bezüglich pi verschwindet. Wie gehen wir hier vor? Ja, zunächst einmal möchte ich eine Folge von endlichen Teilmengen meines Zustandsraumes e wählen, die die Eigenschaft haben, aufsteigend gegen e zu konvergieren. Und dann definiere ich mir Funktion fk einfach wie folgt, nämlich die Funktion f, Indikatorfunktion, also multipliziert mit der Indikatorfunktion von dieser Menge ek. Und das mache ich für jedes k aus den natürlichen Zahlen. Und dann möchte ich folgende Zerlegung durchführen. Ich betrachte also den Erwartungswert von dieser Differenz. Und was ich jetzt machen möchte, ich möchte zunächst den Wert f von fk von xn hinzuaddieren und abziehen. Das habe ich hier getan. Dann möchte ich noch diesen Erwartungswert von fk bezüglich pi hinzuaddieren und abziehen. Und dann möchte ich einfach die Dreiecksumgleichung benutzen. Und dann sehe ich hier einmal, erhalte ich aufgrund der Anwendung der Dreiecksumgleichung das folgende. Das ist nämlich der Erwartungswert bei Start in pi von dem Betrag von f von x0 minus fk von x0. Dann erhalte ich hier aus diesem Term den Erwartungswert bei Start in pi vom Betrag von 1 durch n, klein n gleich 0 bis groß n minus 1 von fk von xn minus dem Erwartungswert bezüglich pi von fk von x0. Und dann bleibt noch dieser Ausdruck hier und da möchte ich sozusagen die Dreiecksumgleichung so weit durchziehen, dass ich dieses 1 durch n kann ich vorziehen, die Summe möchte ich vorziehen. Und dann bleiben ja noch Terme der folgenden Gestalt übrig, nämlich der Erwartungswert bei Start in pi von dem von dem Betrag von f von xn minus fk von xn. Und aufgrund von Korollar 1,9 kann ich diesen Erwartungswert auch wie folgt schreiben. Das ist nichts weiter anderes als die Summe über alle x in meinem Zustandsraum von in diesem Wahrscheinlichkeitsmaß pi p hoch n von x von dieser Funktion f von x minus fk von x. Aufgrund der Tatsache, dass pi aber ein Gleichgewichtsmaß, eine invariante Verteilung, also eine Gleichgewichtsverteilung ist, kann ich natürlich das auch ausrechnen. Das ist nämlich nichts weiter anderes als Pi an der Stelle x und von dieser Differenz dieser Funktion. Und das ist ja nichts weiter anderes als der Erwartungswert bezüglich Pi vom Betrag von f von x0 minus fk von x0. Daraus resultiert die Tatsache, dass ich diese erste Summe auch als einen weiteren Summanden der Form darstelle. Daraus resultiert diese Abschätzung. Was weiß ich jetzt? Naja, was hier hinten drin steht, aufgrund der Tatsache, wie wir fk konstruiert haben, nämlich ek war ja nur eine endliche Teilmenge meines Zustandsraums e. Das heißt, für jedes feste k kann ich natürlich das Maximum der Funktion f betrachten. Und ich weiß natürlich sofort, dieses Maximum ist endlich. Solange ich nicht an k wackel, ist das ein endlicher Wert, der von k allerdings abhängt. Allerdings ist dieser endliche Wert natürlich dann insbesondere bezüglich diesem Wahrscheinlichkeitsmaß hier pp integrierbar. Das ist eine Konstante, eine endliche Konstante. Also kann ich hier erstmal den Satz von Lebesgue anwenden und der sagt mir das Folgende aus, dass dieses Integral verschwindet aufgrund von dem vorgehenden Schritt, das wir gezeigt haben, dass wir eine fast sichere Konvergenz haben. Heißt, dieser hintere Ausdruck verschwindet im Limes groß n gegen unendlich. Was noch übrig bleibt, ist dieser Erwartungswert hier.
Und den kann ich natürlich auch schreiben als der Betrag von der Funktion f an der Stelle x0 multipliziert mit dem Komplement dieser Menge ek. Und jetzt kann ich hier an dieser Stelle natürlich die monotone Konvergenz benutzen und die Tatsache, dass f in diesem Raum L1Pi liegt. Und das sagt mir dann aus, dass dieser Erwartungswert im Limes k gegen unendlich verschwindet. Und daraus folgt dann die gewünschte L1-Konvergenz. Abschließend noch eine kleine interessante Aufgabe. Nämlich, ich betrachte hier wiederum eine positiv rekurrente irreduzible Markov-Kette xn mit Zustandsraum E und stochastischer Matrix P. Mit Pi sei wiederum das Gleichgewichtsmaß oder besser gesagt Gleichgewichtsverteilung bezeichnet. Jetzt möchte ich mir hernehmen eine Funktion f aus dem Raum L2Pi. Dann behaupte ich als erstes, dass die folgende Reihe, nämlich pf an der Stelle x, also nichts weiter ist als diese unendliche Summe, wenn wir annehmen, e ist abzählbar unendlich, absolut konvergent ist. Und dass die stochastische Matrix die p die folgende Kontraktionseigenschaft genügt, nämlich dass diese gewichtete 2-Norm von pf nach oben beschränkt ist durch die 2-Norm oder die gewichtete 2-Norm von der Funktion f. Und die Definition von dieser Norm habe ich hier einmal explizit ausgeschrieben. Und die zweite Aussage ist das folgende: Wenn ich mir eine Funktion f aus dem Raum L2Pi hernehme und ich zusätzlich annehme, dass p aperiodisch ist, dann impliziert das sofort, dass diese n-fache Matrixpotenz der stochastischen Matrix P angewendet auf f gegen diese Mittelung der Funktion f bezüglich dem invarianten oder der Gleichgewichtsverteilung Pi konvergiert, und zwar in diesen L2-Pi-Sinn. Und eine ähnliche Aussage gilt für diese Zeitmittelung, also die Summe 1 durch, geteilt durch groß n, von dieser Summe klein n gleich 0 bis groß n minus 1 von dem n-fachen Matrixprodukt Pn angewendet auf die Funktion f, dass dieser Ausdruck konvergiert gegen die Mittelung der Funktion f bezüglich dem Gleichgewichtsverteilung pi im L2-Pi-Sinn. Wobei wir im zweiten Teil der Aussage nicht annehmen müssen, dass wir aperiodisch sind. Und als interessante Konsequenz aus diesem letzten Teil ergibt sich die folgende Aussage, nämlich dass es keine Funktion f in L2Pi gibt, die die folgenden drei Eigenschaften hat. Erstens die Norm von der Funktion f bezüglich dieser, also die 2pi-Norm, die 2pi-Norm der Funktion f sei 1, die Mittelung der Funktion f bezüglich dem der Gleichgewichtsverteilung Pi sei 0 und wenn ich die stochastische Matrix P auf F anwende, kommt wieder F raus. Das heißt also nichts weiter anderes als im Fall einer reversiblen Markov-Kette, das bedeutet, dass die duale Markov-Kette gleich ist, also P Stern ist gleich P, dass ich in diesem Fall kann man zeigen, dass die Matrix P diagonalisierbar ist. Und dann sagt dieser Teil C der Aufgabe aus, dass der Eigenwert dass der Eigenfunktion oder dass der Eigenwert 1 einfach ist. Gut, was haben wir jetzt hier gesehen? Wir haben verschiedenste Konvergenzarten bezüglich Markov-Ketten in dieser Vorlesung kennengelernt. Zum einen Konvergenz der Übergangswahrscheinlichkeiten, aber auch diese Ergodensätze. Und damit schließt sich sozusagen an der Stelle dieses Kapitel über die Konvergenz von Markov.